Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilias Welt. Das Schuljahr hat wieder begonnen und ich muss jetzt wieder mal meine Schultasche ausmisten, weil da sind noch ganz viele Sachen vom letzten Jahr und ein paar Sachen sind neu. Also, das hier ist sie mal und wir schauen sie jetzt mal zusammen an. Oh mein Gott. Ja, das sind noch alles alte Hefte, aber die kann ich eigentlich im Grunde noch weiterhin verwenden. Oh ja, da hinten ist auch noch gut mit drin. Da vorne ist auch noch alles voll mit Zeug. Das hört ja gar nicht mehr auf. So. Oh nein. Eine Jausenbox. Ah, ich hasse es, wenn ich immer eine Jausenbox vergesse. Was glaubt ihr, was da drin ist? Ach so, nur Papier denn. Jetzt kümmere ich mich mal um meine Hefte. Da gibt es einen Trick, und zwar, wenn man alte Hefte hat, wo noch viel Platz ist, so muss man die nicht unbedingt rausreißen, sondern man kann die, einfach die letzte Seite, so, einfach hier in die Seite reinspannen und man hat ein neues Heft. Ganz einfach. Ilia 1b. Nein, ich komme, hier sind die 2b. Oh, Leute, merkt euch eins zuerst beschriften und dann die Umschläge rein. Da haben wir die Fehlerbegal und mit denen geht das ganz einfach. Man muss einfach nur draufkleben und kann 2b aufschreiben. Sehr sparsame Variante und wir schonen damit auch noch die Umwelt. Jetzt zeige ich euch noch, was ich so insgesamt in meiner Schultasche habe, und zwar hier mal mein Spielschlüssel. Also das ist mein Schlüssel und das sind eigentlich Anhänger alles. Aber ihr wisst ja, wie ich bin. Ich brauche immer so ein bisschen Spielzeug. Das ist mein Fehlerheft. Da stehen all meine Fehler drinnen, aber es ist leer, denn ich habe Spaß. Natürlich habe ich Fehler, aber das ist das Fehlerheft für meine Schule. Und ich habe es mir hier auf den Rändern sehr schön gemacht, damit ich, wenn ich Fehler habe, mich nicht allzu viel ärgere, sondern mich eher ein bisschen freue, dass ich das so schön bunt habe. Und dann habe ich hier mein Fehlerpinal, meine Buntstifte. Und die habe ich alle da hinten so mit einem bunten Dick so markiert. Und wie man hier sieht, habe ich die braun eigentlich noch nie verwendet, außer ich mal irgendwie einen Baumstamm oder so. Ich habe sogar noch einen kleinen Glücksbringer da drinnen von einer Schularbeit. Und da haben wir eben noch meine Jausenbox und die finde ich jetzt eigentlich schon ein bisschen zu klein, weil ich bin jetzt schon 11 und ich habe jetzt auch einen größeren Hunger. Und deswegen schaue ich jetzt, ob ich eine größere finde. So, meine Schulsachen, die habe ich jetzt schon fertig gepackt. Die sind jetzt hier alle schon in der Schultasche. Und jetzt möchte ich noch etwas machen, und zwar, das ist sehr wichtig, finde ich, für mich. Und zwar, ich habe hier diese Mappe, ihr wisst, ich bin im Einhornfieber. Und da kommen eigentlich alle meine Zettel rein, die ich für die Schule brauche, die ich für die Musik brauche, die ich für meine Harfe brauche und alles. Und ich will mir da hinein halt so eine kleine Post-it-Seite machen, wo ich ganz viele Post-its und sowas draufklebe. Und dazu habe ich schon meine Bastelkiste. Da habe ich jetzt eigentlich im Grunde schon alles drin. Da, ja, das ist meine Pappewand. Die brauche ich dann, damit ich die wo raufkleben kann. Ah, was ist denn da drinnen? Ah, alle meine Post-its. So ganz viele schöne verschiedene. Und ich habe hier noch einen ziemlich gefährliches Gerät, und zwar, das ist eine Heißklebepistole. Wenn ihr noch ein bisschen kleiner seid, lasst euch bitte von euren Eltern helfen. Ich habe sowas von meinem Papa, so eine Art Heißklebeführerschein bekommen. Passt bitte auf, weil ich habe, wie ich den Führerschein noch nicht hatte, auch oft damit gespielt. Und da habe ich mich sehr oft verbrannt und das tut echt weh, ich sag's euch nur. So, lasst uns mit der Arbeit beginnen. Am besten legt ihr die Post-its einmal so auf, wie ihr sie haben möchtet. Und jetzt wird geklebt. Dann auf jeden Post-it-Block ein paar Tropfen Kleber drauf und dann fest andrücken. Das ist ganz schön anstrengend.
Während das Ganze trocknet, möchte ich noch gerne dieses kleine Täschchen hier dran kleben, weil da möchte ich dann auch später so meine Lieblingsbüroklammern reingeben und ich kann auch Geld reingeben. Ja. Schaut doch super aus. Was meint ihr? Jetzt kommt meine Post-it-Seite in meine Mappe. Gleich mal ausprobieren. Ah ja, das habe ich noch vergessen. Das ist ja meine alte Jausenbox. Und jetzt habe ich hier eine ziemlich große Kuhle gefunden. Die hat so eigene Abteilungen. Und die schaut dann so aus. Und in das letzte Abteil kommt jetzt meine Lieblingsfrucht hinein, und zwar Granatapfel. Die hat meine Mutter mir für den ersten Schultag gekauft. Und die muss man erst mal 3 mm in der Mitte reinschneiden. Und jetzt kann man den da leicht, also wenn man halt ein bisschen stärker ist, kann man das leicht, aber ja. Uah. Mit einem Hammer kann man jetzt die Kerne ganz leicht rausklopfen. So, Jause fertig, Schulsachen fertig, alles ist vorbereitet. Ich freue mich auf die Schule und auf meine Freundinnen.